Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bad Tux. Heute zeige ich euch das Spiel Civilization 4 Beyond the Sword. Ein Civilization-Teil, der in meinen Augen das beste Civilization ist, was es bis jetzt gegeben hat. Klar, es gibt den fünften, den sechsten Teil, aber die sind nicht für PCs gemacht. Die sind mehr für Konsole, für das leichte Portieren gebaut worden, wurden stark vereinfacht und ich mag viele Sachen an dem vierten Teil einfach viel lieber als in den neuen Teilen. Deswegen zeige ich euch heute mal wieder das Spiel. Und zwar gehe ich nicht auf Einzelplayer, sondern, gehen wir kurz zurück, ich gehe immer auf Multiplayer. Wähle dort Hot Seat, also der heiße Stuhl. Das heißt, zwei Leute können an einem PC sitzen und können nacheinander, ein rundenbasiertes Spiel ja, nacheinander spielen. Das heißt, man kann sich mit Freunden treffen, man sitzt zusammen, man kann sich unterhalten. Finde ich immer sehr gut, weil man damit Freundschaft gut pflegen kann. So, und deswegen mache ich das eigentlich auch mal, wenn ich alleine spiele. Neues Spiel. Ich habe einfach auch mehr Einstellmöglichkeiten. Nehme mir ein Volk, nämlich immer Ashoka, den Inder, weil ich den schon eingestellt habe. Dann auf Kriegsherr, weil adlig doch meistens so schwer ist, dass die Gegner sehr stark und schnell anfangen anzugreifen. Und man viele Kämpfe, die man eh schon verliert durch das Random-System, noch schneller verliert. Deswegen Kriegsherr, das Spiel wird schwer genug im Laufe der Zeit. Dann stellen wir die anderen Gegner als KI ein. Hier hat ihr jetzt auch die Möglichkeit, jeden Einzelnen einzustellen. Was für ein Volk das ist und. Wenn du zum Beispiel sagst, mit denen, die möchte ich nicht zusammen kämpfen, weil der ist extrem kriegerisch. Gibt ja so ein paar Völker hier, die als Hauptaufgabe das Angreifen anderer Leute hat. So wie Ragnar zum Beispiel. Dann kann man die ausschließen. So, ich nehme mal 10 Leute. Jetzt mache ich meistens Kontinente. Die Größe riesig, weil ich eine große Welt haben möchte. Klima gemäßigt, damit das nicht zu trocken, nicht zu feucht ist. Meere spiegeln mich niedrig, damit ich mehr Landfläche habe. Geschwindigkeit, nämlich Marathon, ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen langwierig und ein bisschen langweilig, wenn man immer so weiterklickt, aber das Spiel dauert halt bedeutend länger und mir macht das halt mehr Spaß. Wie ihr es macht, ist eure Sache. So, dann gehe ich weiter. Ich mache meistens keinen Technologiehandel und keinen Technologietausch. Aus einem einfachen Grund, der PC tauscht und handelt alles, was er in die Finger kriegen kann. Das heißt, er würde auch das Rad tauschen gegen die Atombombe, wenn er es für ihn einmal anbieten würde. Deswegen nehme ich das meistens raus, weil das irgendwie unfair den Spieler gegenüber ist. Der PC möchte ungern mit einem Spieler tauschen und man selber möchte auch ungern tauschen, aber untereinander tauschen die alles. Dann mache ich Random Seed. Dadurch, dass es ein Lucky-System gibt in diesem Spiel, also ein Random-System, dass du jemanden angreifst und verlieren kannst, obwohl du stärker bist, hat man hiermit die Möglichkeit neu zu laden und wenn man neu lädt, wird einfach dann neu ausgewürfelt und dann kann man dementsprechend auch gewinnen. Ja, ist ein bisschen cheaten, aber im Endeffekt, warum soll ich meine beste Truppe verlieren gegen eine ganz schwache, untrainierte, nur weil das System jetzt random gesagt hat, du verlierst jetzt, obwohl ich eigentlich mehr Punkte habe. So, komplette Vernichtung fordern stelle ich immer ein, weil selbst wenn ich jemanden zerstöre und alle Städte abreiße, die Truppen, die noch rumlaufen, bleiben am Leben. Das heißt, wenn ich im späteren Spiel und die Leben noch denen eine Stadt schenken würde, könnte ich den später als Vasallen kriegen. Dann nehme ich keine Stammesdörfer, weil das auch wegen der Gleichmäßigkeit einfach viel zu schwer ist, weil die Leute, die einen Speer haben, die rennen schnell über die Karte, kriegen schneller irgendwelche Hütten, haben dadurch mehr Siedler, mehr Entwicklung und der einen Krieger hat und nur ein Feld laufen kann pro Runde, hat natürlich das Nachsehen. Deswegen meistens aus. Zufallsereignis genauso, weil du hast glaube ich auch keine Lust, wenn du alle ein paar Stunden oder alle paar Minuten einen Vulkanausbruch, eine Überschwemmung hast und du hast gerade alles ausgebaut und darfst es wieder ausbauen. Man hat genug damit zu tun, alle Städte auszubauen. Daher nehme ich das immer raus. Keine Spionage, genauso, weil ich das nicht leiden kann, wenn dein gegnerischer Typ hinkommt und dir die Truppen an der Grenze wegnimmt, weil er die jetzt mal eben kurz überredet hat oder ständig irgendwie Sabotagen sind und bei dir was kaputt geht. Dasselbe Prinzip wie bei den Zufallsereignissen muss nicht sein. So, habe ich noch was vergessen? Genau, nämlich meistens Zeit, also Spiele für Zeit finde ich blöd, weil bestimmte Zeit, warum soll das Spiel dann zu Ende sein, finde ich albern. Eroberung, aber wenn man und dann Vorherrschaft, kulturell, Weltraumrennen. Diplomatie mache ich meistens auch aus, also das sind die vier, die stelle ich immer ein und dann mache ich Starten. Es wird die Welt generiert. So, jetzt habe ich hier einmal eine Übersicht, ich bin ja Ashoka. Ich habe meine beiden Stärken sind Spiritualität und organisiert. Dann habe ich zumindest am Anfang Mystik und ich habe Bergbau. Wenn ich jetzt Artig spielen würde, würde ich was anderes haben oder andere Schwierigkeiten haben. Aber auf jeden Fall, das ist mein Start. Ich habe schnelle Bautruppen, die bauen einfach schneller und mein einzigartiges Gebäude ist Mausoleum.
sofort fangen. Jetzt habe ich zwei Truppen. Einmal den Siedler, mit denen kann ich Städte bauen. Das sieht man hier unten. Und ich habe meinen Krieger. Ich habe Krieger, wie ich vorhin sagte, mit dem Speer. Mit dem Speer kann ich zwei Felder laufen, wenn das freies Land ist. Ein Krieger nur ein. So, mit dem Krieger deckt man die Karte auf, um sich umzugucken. Mit dem Siedler baut man eine Stadt. Der PC baut eigentlich immer da, wo er spawnt. Ist nicht immer sinnvoll. Man kann ja auch mal gucken, wie man das besser aufbauen kann. Wenn Berge bringen Schilde, wie hier auch mit Marmor zum Beispiel, extra noch Schilde. Habe ich sogar zweimal hier auf der Ecke. Normale Berge bringen halt immer ein Schild oder auch mal zwei Schilde. Das kann man auch sehen, genauso wie in Wäldern. Hat man verschiedene Schildarten und Essen. Und ich habe Krabben auf dem Wasser. Jetzt muss ich überlegen, wo ich am besten baue. Eine Stadt hat mal einen Radius. Und wenn sie wächst, wächst sie nochmal drei Felder in eine Richtung weiter. Das heißt, wenn man jetzt planen würde, könnte man sagen, ich gehe an diese Stelle hier. Kann ich ja mal so andeuten. Dann sieht man jetzt den Rand und ich würde mich erweitern, würde aber den Marmor unten nicht kriegen. Also theoretisch würde es auch Sinn machen, die Stadt hier hinzusetzen. Ich hätte Seezugang, ich hätte mehrere Berge und ich könnte den Platz, wo ich jetzt stehe, den Berg, mit der nächsten Stadt hier oben verwenden. Das sind so Sachen, da muss man sich Gedanken drüber machen. Jetzt fürs Video werde ich einfach hier erstmal bauen, um euch das zu zeigen. Deswegen mache ich das nicht ganz so viel. Das Bauen auf eine Ressource, zum Beispiel wie hier, wenn man da drei Essen kriegt, macht als Stadtplatz meistens nicht so viel Sinn. Es sei denn, es ist zum Beispiel Kupfer oder Eisen und man hat viele Gegner und viele Kämpfe, dass man das vielleicht draufsetzt, damit man es gleich bekommen kann. So, die Stadt heißt Delhi. Okay. Jetzt stelle ich an, was ich bauen möchte. Am Anfang baue ich immer zwei, drei Krieger, damit ich die Welt besser und schneller erkunden kann. Dafür gehe ich in die Stadt rein mit einem Doppelklick und stelle erstmal auf Produktion um, damit der Krieger schneller fertig wird. Das siehst du hier oben, Wachstum der Stadt und Produktion des Kriegers. Und dann stelle ich oben noch die Entwicklung ein. Weil man am besten ist, dass man einen Glauben hat, weil man dadurch ein besseres Wachstum hat und sollte man auf jeden Fall einen Glauben erstmal entwickeln. Deswegen, wenn du die Stadt gleich als erstes baust, kannst du auch gleich diesen Glauben einstellen. Ansonsten kann das sein, dass du einen anderen nehmen musst, wo andere vielleicht schon ein bisschen schneller sind, dann wie du. Kann passieren. Ein eigener Glauben ist immer besser, wie einer, den man von anderen Leuten bekommt. So, und die Runde beenden, durch den Punkt hier unten. Und dann kann man nächste Runde wieder loslaufen. Man sollte auch ruhig bis zu den Enden laufen, weil du nicht weißt, ob hier unten noch irgendwie eine weitere Insel anfängt. Oder ob da Fische sind und. Wie ich schon sagte, im Marathon ist das natürlich ein bisschen langwierig jetzt. Kannst auch schon vorher einstellen, wo er hinlaufen soll, dann brauchst du das nicht jede Runde einstellen. Und dann geht es hier weiter. Kann man meistens durchklicken eine Weile. Aber das Spiel ist nachher so umfangreich und so interessant, da macht das keinen Sinn, das auch schnell zu spielen, indem man einen Singleplayer macht. Und dann eher wieder das Spiel nach zwei Stunden durch ist. Wenn wir zu zweit spielen, sind wir locker zwei bis drei Abende dabei. Dann brechen wir meistens ab, weil wir dann so stark sind, dass die Gegner nicht mehr gegen uns ankommen. Deswegen spielen wir oft auch schon adlig. Aber so zum Zeigen finde ich das so am besten jetzt. Und ich persönlich mag halt auch Kriegs ja immer noch am liebsten. Hier sehen wir jetzt auch unten nochmal in der Stadt, kann man sehen, in 20 Runden wächst sie und in 4 Runden ist mein anderer Krieger fertig. Mal gucken, wie groß die Karte ist. Frosch im Hals, sorry. So. Wenn man zu zweit spielt, sieht man auch noch mal ziemlich viel Neues. Man lernt auch mal was dazu. Selbst wenn man das Spiel schon jahrelang spielt, kann es vorkommen, dass man was Neues herausfindet und sagt, ey, das wusste ich noch gar nicht. Das kann auch passieren. Jetzt stellen wir noch einen Krieger ein und danach werden wir mal ein Weltwunder bauen. Oh, ein erstes Tier taucht auch auf. So. Hier ist auch eine schöne Stelle. Zwar nur ein Berg, da muss man immer gucken, wie man es macht. Durch Kühe kriegt man mehr Schilde, das heißt, man braucht keinen weiteren Berg, weil man ja die Kühe hat zum Beispiel. Und hier den Wald könnte man stehen lassen, um die Schilde zu kriegen. Ich plane hier auch mehrere Videos von zu machen. Das heute ist einfach nur der Anfang, um euch einfach mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen. So, jetzt kann man unten in der Ecke sehen, dass ich zwei Kampfstärke habe, der Gegner 1,17. Normalerweise müsste ich das immer gewinnen. Durch die Zufallsgenerator-Geschichte kann es auch passieren, dass ich das verliere. Aber den ersten Kampf verliert man eigentlich nicht. Jetzt gehe ich hier nach oben und sehe hier die Grenzen von dem ersten Gegner. Das ist Isabel aus Spanien. Okay. Sagt mir mal auf Wiedersehen. Das ist die Diplomatie, da kann man dann später offene Grenzen machen. Man kann Handel betreiben, man kann eben Leute zum Krieg auffordern oder irgendwas dran fordern oder ein Tribut fordern und. Aber dazu später. Das braucht man einfach noch nicht.
Da reicht, dass man Leuten guten Tag sagt. Jetzt habe ich gekämpft und der Kampf war so gut, dass ich eine Aufwertung kriege. Und zwar kann ich Stern machen für 10 Stärke, 20% für Verteidigung auf dem Gelände Dschungel und 20% Verteidigung auf Gelände Wald. Das heißt, ich bin besser beschützt, wenn ich im Wald rumlaufe. Wenn ich das gleiche nochmal machen sollte, kann ich im Wald sogar zwei Felder laufen. Das letzte ist Stadtangriff. Das heißt, wenn ich mit der Truppe jetzt die Stadt angreifen wollte, würde ich natürlich das einstellen, aber wir nehmen erstmal die Stärke. Wir sind auch nicht beschädigt, brauchen nicht reparieren, also können wir weiterlaufen. Dann sollte man, wenn man einen Gegner findet, so schnell wie möglich mit der Truppe außen rumlaufen, weil die Städte irgendwann automatisch wachsen und dann sollte man zusehen, dass man drum rumgelaufen ist, weil sonst kann man die Karte dort nicht mehr erkunden oder kommt vielleicht auch irgendwo nicht mehr durch. Mir bin ich ein bisschen verschnupft heute. Sehr nasal. So. Gehen wir noch weiter rum. Jetzt sieht man hier oben, die Entwicklung ist gleich fertig. Meditation. Und jetzt gibt es keinen Trick, um ein bisschen Geld zu machen. Und zwar stellt man oben in links in die Ecke einfach die Entwicklung weiter runter, sofern man nicht irgendwie Runden von der Entwicklung verliert, wie jetzt eben gerade. Also jetzt habe ich nur eins. Wenn ich jetzt auf 90% stellen würde, habe ich noch zwei Runden. Weil ich den Glauben auch nicht haben möchte und die nicht verlieren möchte, sollte man jetzt nicht die Zeit rauszögern. Also können wir jetzt kein Geld verdienen. Normalerweise verdient man so meistens so 9 Taler oder sowas durch die Geschichte. Kann ich jetzt leider nicht vorführen, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Meditation bedeutet Jetzt habe ich Weisheit. meinen Glauben entwickelt. Mangelnde Meditation Geht das auch bedeutet im Video? Ignoranz. Wisse, was dich voranbringt Und jetzt kann ich oder den Glauben hemmt. annehmen. Natürlich machen wir das. Das ist das unser Glaube. Das sieht man auch hier unten bei Ashoka steht das dann hinten, das buddhistische Zeichen und dann daneben der Stern. So, als nächstes entwickeln wir am besten die Jagd, weil die brauchen wir, um Bogenschießen zu entwickeln. Das ist dann das, was danach folgt. Muss zwischendurch mal ein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir die 15 Minuten nicht überschreiten. Mal gucken, wo wir gleich einen schönen Abschluss finden. Jetzt kann ich hier wieder kämpfen, 2 zu 1,17, weil die auch noch nicht gekämpft haben. Und hier oben steht es jetzt auch in grün, dass ich das gewonnen habe. Man hört es aber auch an Geräusch. Also es gibt ein Geräusch für Verlieren und es gibt ein Geräusch für Gewinnen. Ist der dritte Krieger fertig. Wir sind jetzt da oben, dann laufen wir nochmal durch die Mitte. Und hier laufen wir drumherum. Vergessen uns aufzurüsten. Und jetzt bauen wir einen Weltwunder. Und zwar baue ich meistens Stonehenge. Weil wenn ich eine neue Stadt gründe, ist das wie ein Monument in der Stadt. Also das Monument bringt ein Wachstum pro Runde. Und das würde ich damit automatisch kriegen, in jeder Stadt, die ich neu baue. Deswegen stellen wir das mal ein. Mal gucken, ob wir das schaffen. Warten noch die 3 Runden, lassen da wahrscheinlich noch einmal Produktion durchlaufen und dann werden wir vielleicht auch mal umstellen. Mal schauen. Wir schauen uns das immer an. Nein, ich will keinen Krieger ausbilden. Manchmal gibt es so bestimmte Vorschläge vom Computer. Bauen wir eine Truppe, damit die Stadt beschützt ist. Das braucht man einfach nicht. Der PC greift einen eigentlich nicht an. Wenn einer angreift, dann ist es ein menschlicher Spieler. Der PC macht das eigentlich am Anfang gar nicht. Und die Tiere können nicht angreifen. Und irgendwann hier oben ist die Zeit. Da steht irgendwie 3490 vor Christus. Wenn das bei 1700, 1600 ist, dann kommen irgendwann Barbaren. Dann sollte man eine Truppe in der Stadt haben. So, hier greife ich wieder an. Haben auch wieder gewonnen. Und die Truppe ist jetzt defekt. Jetzt repariere ich die. Steht links eine Runde, braucht die zur Reparatur. Klicken wir an und dann wird die repariert. Und jetzt können wir auch schon wieder loslaufen. Decken wir weiter auf. Die können wir auch aufrüsten, nehmen wir auch wieder Stärke. Und hier sind wir auch unterwegs. Und so weiter und so fort. So geht das Spiel vor sich. Man deckt weiter auf. Man erkundet die Welt. Je mehr man weiß, je besser ist es. Diese schwarzen Felder sind zum Beispiel auch, wenn Barbaren später kommen, wo das ganz dunkel ist, wo nichts und nie aufgedeckt worden ist, kommen noch mehr Barbaren als an den Feldern wie hier, wo das ein bisschen abgedunkelt ist, wo man schon mal gewesen ist. Also man sollte möglichst alles aufgedeckt haben in der Nähe, damit man später weniger Barbarenprobleme kriegt. So, jetzt gehen wir nochmal in die Stadt rein. Weil jetzt ist er noch auf Wachstum und auf Schilde gestellt. Das ist auch gut so. Wir sollten die Stadt mindestens auf eine 3, vielleicht eine 4 wachsen lassen. Und dann würde ich umstellen auf Produktion, dass ich mir Schilde für brauche, damit wir schnell das Weltwunder machen.
So, und damit ist die Zeit jetzt auch zu Ende. Ich werde jetzt hier abbrechen und wir machen beim nächsten Mal weiter. Euer Bettax. Ciao, ciao.